Morgen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne, angenehme Nacht. Ich auf jeden Fall. Also, ich habe die letzten Tage echt richtig gut geschlafen, weil ich immer an Plätzen stand, wo einfach absolute Ruhe war. Also, ich kann es euch echt nicht beschreiben, aber die Nacht war auch extrem ruhig. Ich war noch bis 1:30 wach, habe mir noch ein paar Filme angeschaut, habe noch mal eine kleine Nachtwanderung gemacht. Genau, und ja, dann habe ich bis, weiß nicht, wie spät haben wir es denn? Ja, bis 10 habe ich garantiert geschlafen. Jetzt haben wir schon 10:45, habe den zweiten Kaffee jetzt auf. Dann werde ich gleich noch mal eine große Runde gehen. Was Großes geplant habe ich nicht. Es ist aktuell Samstag. Also das Einzige, was ich eigentlich will, ist Ruhe. Ich brauche wirklich Ruhe, weil ich habe die nächsten Wochen ziemlich viel um die Ohren, was Arbeit angeht und viel mit Menschen und alles. Und ich genieße einfach die Zeit und die Ruhe, die ich für mich selber habe. Und ob ich jetzt heute großartig noch irgendwo hinfahre, weiß ich auch noch nicht. Also bei mir passiert, ihr merkt, bei mir passiert alles sehr, sehr spontan. Aber das ist ja auch für mich irgendwie ein Stück weit Freiheit, große Freiheit sogar. Also kann ich euch nicht anders sagen. Ja, mein Ausblick ist heute etwas grauer. Ist ziemlich kühl, es hat sogar nachts ein bisschen geschneit. Also man sieht nichts mehr, ist schon wieder weggetaut. Das war nur so eine kleine Schicht. Also meine Bude sieht auch total durcheinander aus. Ja. Ja, das Wetter wird heute auch nicht so schön. Also es soll ab Mittag anfangen zu schneien. So den Tag über. Ich bin mal gespannt. Es sollen jetzt nicht die großen Mengen werden. Ich meine, ich liebe es ja, eingeschneit zu werden, aber da muss ja wirklich so ein halber Meter runterkommen, ne? Und nicht hier so ein paar Krümmel. Aber ich bin mal gespannt. Ich weiß es noch nicht, vielleicht fahre ich ja doch irgendwo hin, vielleicht nicht. Ich habe keine Ahnung, ne? Der Hauptfaktor ist einfach, ich will Ruhe haben, Frieden. Und Kaffee darf auch nicht fehlen. Wie ich schon eingangs erwähnte, die Nacht, die war wirklich sehr, sehr ruhig und sehr schön. Also hier ist absolut nichts los. Es ist wie ausgestorben. So, was ich ja immer mache, ist meinen Fußraum sauber. Ich habe ja diesen Teppich hier liegen und ihr seht ja, wie der aussieht nach kurzer Zeit. Wenn du ständig ein- und aussteigst, hast du natürlich Dreck in der Bude. Dann nehme ich hier einfach meinen Eiskratzer, Schneefeger eigentlich, aber den kann man ja für andere Sachen auch noch gut benutzen. Ja, das ist das Ding. Ja, fast sauber. Ja. So. Wohnung saugt man ja auch. Dann stecke ich das hier rein und hier habe ich halt die Brause hier rumliegen, das ganze Wasser. Ja, hier habe ich Pfand, mein Müll. Gut, das ist jetzt kein Pfand. Ich muss da rein. Aber Müll muss ich halt ab und zu mal entsorgen. Ja, das gehört halt dazu. So, dann packe ich das Pfand hier rein in die Dachbox. Ich kann euch ja mal einen kleinen Einblick gewähren. So sieht meine Dachbox aktuell aus, total durcheinander. Hier habe ich sogar noch Feuerholz drin. Ja, Werkzeug und so ist ein bisschen durcheinander. Ich habe Schuhe, Werkzeug drin, eine selbst aufblasbare Matratze, eine mobile Feuerschale, alles Mögliche. Also das Ding ist voll. So, ich habe mich jetzt auch entschieden, weiterzufahren. Also ich habe einen super geilen Spot gespottet. Und ich hoffe, dass das Ding richtig gut ist. Also es ist direkt am See. Die Anfahrt könnte ein bisschen schwierig werden. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ja, dann hoffen wir mal, dass der Kollege anspringt. Der zeigt mir nämlich hier Batteriespannung niedrig. Das macht er komischerweise bei 12,7 Volt. Ich habe hier so eine Spannungsanzeige. Gut, die liegt jetzt bei, kann man das überhaupt sehen? Schwierig. 12,2. Und das ist eigentlich ausreichend. Gut, wenn ich den jetzt starte, dann geht er runter auf 10,9. Das liegt aber daran, weil der jetzt vorglüht. Die Batterie ist noch relativ neu. Ich denke mal, irgendwie hat er so eine kleine Macke, das Steuergerät, der mir da so ein Shit anzeigt. Aber gut, ich kann ja auch nochmal die Batterie parallel schalten hinten. Also nach hinten, nach vorne. Und dann geht das auch schon wieder. Ja, dann würde ich sagen, los geht's. So, jetzt fahren wir aus diesem Dörfli raus. Das Wetter ist echt total beschissen. Also es regnet, Schnee regnet so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, dass er so sich so ein bisschen so, dass so ein bisschen Schnee sich da runter mischt. Also es ist hier in der Gegend Schnee angekündigt, aber wie viel und überhaupt,
keine Ahnung, 21 Kilometer haben wir, 27 Minuten Fahrzeit. Und das werde ich jetzt nicht komplett filmen. Aber wenn es was Spannendes gibt, dann lasse ich euch natürlich daran teilhaben. Ist aber wohl ganz klar. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es hat jetzt mal richtig angefangen zu schneien. Bin gerade mal 5 Minuten unterwegs. Und ja, ich sehe eigentlich das erste Mal jetzt für diese Saison richtig Schnee. Also das muss ich jetzt mal, das muss man einfach mal so sagen, ne? Und man sieht, der Schnee packt sich tatsächlich auf die Straße fest. Also ich kann das zumindest sehen. Ich weiß noch nicht, wie ihr das jetzt seht. Ich meine, ich kann das nur durch so einen kleinen Bildschirm beobachten, aber der setzt auf jeden Fall an. Muss man sich mal überlegen, wir haben jetzt Mitte November, beziehungsweise ja, da haben wir jetzt also den 19. Und wir haben hier schon, ja nicht tiefster Winter, aber schon so einen kleinen Wintereinbruch. Ne? Dafür, dass wir vor ein paar Tagen so über 12 Grad hatten oder 15 Grad waren es, glaube ich. Und in manchen anderen Teilen sogar noch bis an die 20 Grad. Da ist schon krass, wie sich das Wetter immer schnell verändert. Jetzt fahren wir hier durch diese komischen Pflastersteinswegenstraße, keine Ahnung. Die Stoßdämpfer erstmal was zu tun. Aber lieber fahre ich solche Straßen als, sagen wir mal, durch Gelsenkirchen oder Bottrop oder Berlin. Weil hier ist ja absolut nichts los. Muss halt ein bisschen gucken und den Leuten Platz machen, wenn einer kommt. Jetzt hier der Hügel zum Beispiel, da sehe ich nicht, wenn einer von unten kommt. Und es wird langsam weißer. Ich finde das echt interessant, ne? Wenn man so ein paar Kilometer fährt und dann sieht, oh, ei, 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 wie weiß es wird. Herrlich. Natürlich alte Kopfsteinpflaster, das werden wir jetzt nochmal so richtig schön durchgeschüttelt. Hier vor wie in so einem großen ausgebauten Camper, ohne Scheiß. Genauso klappert das hier. So Leute. Ja, jetzt bin ich gerade die letzten Meter am Fahren zu dem Platz. Also der Weg führt hier wohl zu dem ominösen Platz. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so ein Highlight ist. Das Problem ist, wenn in der Mitte diese hohe Welle ist, das Auto ist ja echt sehr, sehr niedrig. Und da muss man tierisch aufpassen, dass man sich nicht irgendwie den Unterboden aufreißt. Aber krass. Krasser Scheiß, ey. Ach du Scheiße, ey. Fuck. Scheiße. Geil! Oh fuck! Wo bin ich denn hier? Ach du Scheiße, wie geil ist das denn? Wo bin ich denn hier gelandet, ey? Geil! Ja, das ist wohl der Platz, den ich wohl gespottet habe. Krasser Scheiß! Das müssen wir uns anschauen. Krasser Scheiß, ey. Das ist echt geil. Also bei schönem Wetter. Wow. Das gibt's doch gar nicht. Das ist echt ein cooler Spot. Wie ich euch schon gesagt habe, ne? Manchmal hat man Glück und manchmal nicht. Hier gibt es sogar eine kleine Feuerstelle. Und eine Bank. Das ist ja echt cool. Ist natürlich ein ultra scheiß Wetter. Es regnet, also vorhin hat es geschneit, jetzt regnet. Das ist echt ein Hin und Her. Ja gut, schwimmen würde ich jetzt nicht unbedingt. Ich denke mal, das Wasser war auch mal höher. Aber krass, ey. Das ist schon mal echt ein geiler Platz. Ja, dann würde ich sagen, bleibe ich jetzt erstmal hier. Ich werde jetzt mal so ein bisschen den Motor laufen lassen, weil ich brauche ein bisschen Strom. Ich kann von drinnen aus schön diese Aussicht genießen.
Hier hat sich doch ein bisschen Eis gesammelt. Also man sieht auf jeden Fall, ich bin nicht der Einzige, der hier mal lang gefahren ist. Hier gibt es schon mal Leute, die den Spot auch mal hier aufgesucht haben. Also es ging gerade auch ganz schön steil runter. Und ich hoffe, ich komme hier auch wieder raus. Das wird nämlich lustig werden. Also das Ding ist ja, das ist hier so ein bisschen matschig. Und das ist natürlich dann sehr schmierig. Vor allem durch das Gras. Heieiei. Ja, also ich habe mir jetzt überlegt, ich bleibe jetzt hier. Beobachte einfach mal die Wetterlage, aber es soll jetzt hier nicht so die extremen Massen runterkommen. Und heute Nacht wird das wieder alles gefrieren. Und das ist auf jeden Fall besser, wenn der ganze Matsch gefriert, weil ja, kommst du einfach besser durch. Ne, wenn es schlammig ist, das ist scheiße. Ne, wenn es jetzt gefrostet ist oder ne, Schnee liegt, also nicht so nasser Schnee, dann habe ich noch die Möglichkeit, früh genug rauszukommen. Ich meine, hier ist ja auch noch so ein Weg, der führt hier irgendwo ab. Kann man halt den Weg nehmen. Aber ich will hier nicht unbedingt weg. Also es ist schon... Das ist schon nice. Mal gucken, wohin wir da hinten kommen. Das ist auch cool. Guck mal, sogar mit einer Bank, ey. Krasser Scheiß. Das ist echt ein krasser Scheiß. Richtig schön. Klasse. Die Bank, ey, direkt am Wasser. Ja, wenn sie nicht nass wäre und das Wetter schön, ne? Ja, schön. Na gut, schwimmen gehen, das wäre jetzt eine ekelhafte Angelegenheit. Das tue ich mir jetzt nicht an. Aber ich gehe jetzt zurück, ich würde mich jetzt erstmal aufwärmen. Und dann bleibe ich jetzt erstmal hier. So, jetzt bin ich wieder hier drin in der Kiste. Ich lasse den Motor jetzt noch weiterlaufen. Da ich ja, da ich ja Strom brauche. Ja, 42%. Das ist mein Akkustand von der Zweitbatterie. Ja, ich mache bis 50 und das wird dann reichen bis morgen, definitiv. Und heizen tue ich dann mit der normalen Motorheizung, damit ich nicht frieren muss, weil der Wind ist ganz schön kalt. Aber es regnet und es ist so richtig ekelhaft. Ne? Also kannst du dir nicht ausmalen. Ne? Gut, ich habe mich jetzt auch in dem Gebiet hinstellen können, wo es schneit, aber da ist der Platz bestimmt nicht so schön wie der hier. Ne? Und wie gesagt, ich hoffe, ich komme morgen wieder raus. Wenn nicht, dann... Dann gibt es ja noch den anderen Weg. Also von daher, man muss ja aber... Man darf ja nicht immer vor allem Angst haben. Das und das könnte passieren. Ja, ja. Man muss auch mal ein bisschen mutig sein, ne? Ist das nicht schön, diese Ruhe gepaart mit diesem Dieselnageln? Ich bin auch total blöd, ne? Jetzt habe ich den beschissenen Müll vergessen wegzuschmeißen, ne? Also, aber sowas, solche Aktionen passieren mir öfters. Na gut, ich lasse den einfach hier draußen liegen, beziehungsweise hier so am Auto, in der Hoffnung, dass hier nicht irgendwelche Viecher kommen und mir das Ding aufreißen. Aber hier drin will ich das definitiv nicht haben oder ich packe es in der Dachbox. Ja. Es werden wahrscheinlich einige schreien, wieso lässt du den Motor laufen? Ja, ganz einfach, weil ich Strom brauche, habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Okay. Und ganz ehrlich, jetzt ist der Motor schon heiß bzw. warm, da braucht er 0,5 Liter, wenn ich nicht noch irgendwelche anderen Verbraucher am Laufen habe und das ist wohlgemerkt mit Aufladen. Ne? Also mit Aufladen braucht er so 0,5 bis 0,6 Liter pro Stunde. Das ist Pillepalle, jetzt mal ganz im Ernst. Und da braucht man sich auch nicht in die Hose scheißen, da unsere ganzen grünen Kids sollen auch mal den Ball flach halten. Soll mal lieber rausfahren und die Natur genießen und nicht irgendwelche Müll in die Natur schmeißen. Also der Platz ist zum Glück ziemlich sauber und das freut natürlich meine Seele so ein bisschen. Ne?
Straße so an. Es fängt hoffentlich an zu köcheln. Habe alles in einen Topf getan. Ja, und dann wird das langsam erhitzt. Den Deckel habe ich mir einfach genommen zur Unterstützung, dass es dass nicht so viel Hitze entweicht. Sieht zwar total bescheuert aus, der Deckel passt nicht dazu. Aber zu dem Topf habe ich irgendwie keinen passenden Deckel und reicht doch. Mehr brauche ich doch nicht. Mit Essen bin ich fertig. Ich habe jetzt nicht weiter gefilmt, weil so ein Leute, die mir beim Essen zuschauen, mochte ich noch nie so wirklich. Ich meine, ich merke es ja nicht, es ist ja nur eine Aufzeichnung, aber naja. Ja, aufgeräumt habe ich auch schon. Jetzt muss ich noch ein bisschen putzen. Zum Putzen nehme ich immer hier diese Allzweck-Tücher, weil es einfach viel vorteilhafter ist, als jedes Mal so einen nassen Lappen zu nehmen. Dann kann ich hier alle Oberflächen mit putzen. Ganz einfach, ganz simpel, so wie ich es mag. Ohne Stress und Theater. Jetzt haben wir schon 5:30. Es ist stockdunkel draußen, also es ist wirklich richtig dunkel. Ich bin gerade schon draußen gewesen. Man sieht nichts, es spiegelt nur. Und es ist, man hört nur das Windrauschen. Es ist wirklich extrem dunkel, also du siehst nichts. Also das ist schon irgendwie cool. Es hat mich mal ein Zuschauer gefragt, ob ich Angst hätte, nachts im Wald zu übernachten. Mittlerweile nicht mehr, also eigentlich nie, weil was soll sein? Es ist dunkel. Ja, klar, wenn man so ein bisschen seinen Horrorfilm im Kopf abspielen lässt, ne, dann kann man sonst was für Panik schieben, aber ne, also ich könnte ja auch mit offenen Türen schlafen. Da habe ich absolut keine Bedenken, weil die meisten Psychopathen, die findest du in der Stadt und nicht im Wald. Zum Nachgang gönne ich mir noch einen schönen Whisky. Heute ist Samstagabend, da kann man sich mal so ein Schlückchen gönnen. Und viel werde ich heute auch nicht mehr zustande bringen. Wegfahren tue ich so oder so nicht. Ich genieße wirklich die Ruhe. Mal gucken, ich mir ein paar Filme angucke oder so. Oder mit Leuten interagieren, mal schauen. Jo, dann würde ich sagen, Prost, ne? Ja, Tullamore, der ganz einfache, der ist gut. Den kann ich euch empfehlen. Vorausgesetzt, ihr seid Whisky-Trinker. Und ihr genießt es und ihr nicht mit Cola aus und eine Kacke gepanscht, weil es macht absolut keinen Sinn. Ja, ich habe mal gedacht, ich wage mich mal kurz raus. Und vielleicht seht ihr ein bisschen was. Es ist absolut dunkel. Und ja, ich sehe noch nicht mal irgendwo Licht am Horizont. Ja, doch, da hinten. Aber ansonsten. Ja, da bin ich schon wieder drin. Bin mal kurz ein bisschen rumgelaufen. Ich meine, viel filmen kann ich da jetzt nicht, weil ihr seht ja nichts. Ne? Also ich werde definitiv, wenn es wieder Frühling, Sommer wird, fahre ich nochmal hier durch MacPom, weil ich denke, im Sommer ist das hier 1000-mal geiler, weil du kannst draußen sitzen, du kannst dich schon ans Wasser setzen. Ne? Ab und zu mal baden gehen, wenn es warm ist. Das ist der Oberknaller. Ne? Jetzt, klar, kannst du auch alles machen. Ist natürlich was für die ganz Harten. Ich bin eher nicht so der ganz, ganz Harte. Da bin ich lieber in meiner Höhle hier drin. Ich habe hier angenehme 24,5 Grad, 25% Luftfeuchtigkeit. Also die Heizung macht einen richtig guten Job, ey. Ich bin, ja, aber das erwähne ich ja jedes Mal. Ist schon mittlerweile langweilig für euch. Ja, Leute, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Naja, gut, für euch ist wahrscheinlich nicht morgens. Ich habe hier richtig gut geschlafen. Hier ist es extrem ruhig. Ich habe immer noch keinen Menschen gesehen. Ihr seht, es hat ein bisschen geschneit. Und ja, es ist ein wunderschöner Morgen, so wie ich mir das halt vorstelle. Ne? Kaffee habe ich mir auch schon gemacht. Ich muss auch sagen, wir haben jetzt 10:30. Ich habe ziemlich lange gepennt. Aber gut, das kann man ja mal sonntags machen, ne? Das ist ja wohl, denke ich mal, kein Problem. Ich habe heute jetzt noch eine lange Fahrt vor mir. Also was heißt lang? Das sind jetzt 3 Stunden, 3,5, die ich jetzt vielleicht fahren muss. Weiter in den Norden, nach Schleswig-Holstein, zu meinem Arbeitsort. Ich werde heute Abend heute Nachmittag, Abend im Hotel einchecken. Ja, und dann ist das Video oder beziehungsweise meine Videoserie zu Ende. Und dann werden wir mal sehen, wie viele Teile ich rausbekomme. Ich habe ziemlich viel Videomaterial in letzter Zeit gesammelt, also ja, schon nicht ohne.
Ah, klar, der Himmel schon ein bisschen auf. Spannend wird nachher, ob ich die Auffahrt hochkomme, weil die ist echt, die ist schon ein bisschen steil. Das Problem wird ja wahrscheinlich sein, dass da halt ja Laub rumliegt, das natürlich nass ist und das ist ziemlich rutschig. Aber ich denke mal, die neuen Winterreifen packen das. Und wenn nicht, dann fahre ich einfach in die Richtung. Weil hier sind ja auch Spuren. Also gehe ich mal davon aus, dass das irgendwo hinführt. Da mache ich mir jetzt absolut keinen Kopf mehr. Also von daher. Da bin ich wieder drin in meiner warmen Bude. Ich habe jetzt mal ordentlich durchgelüftet. Und trotzdem habe ich eine Luftfeuchtigkeit von 33%. Also die Heizung macht drin einen richtig guten Job. Habe ich aber schon wieder mehrfach erwähnt. Ne? Ja, jetzt werde ich nicht viel ausfressen. Ich mache jetzt noch ein bisschen was am Laptop und dann räume ich hier auf. Und dann haben wir wahrscheinlich auch schon 1 bis 2 Uhr. Und dann fahre ich auch irgendwann ab. Also ich werde auch, denke ich mal, schnurstracks direkt dahin fahren, wo ich hin muss. Ich hatte erst mit den Gedanken gespielt, nochmal an die Ostsee zu fahren. Aber das wird zeitlich alles so viel. Und außerdem bin ich so oder so an der Ostsee. Und da werde ich dann auch mal die eine oder andere Fahrt nach der Arbeit mal zur Küste machen. Ja, ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen am Packen. Das ist meine Laptop-Tasche und mein Rucksack. Und hier habe ich immer so einen Wäschesack. Da packe ich meine schmutzige Wäsche rein, dann kommt das oben im Dachkoffer. So, Klappe zu. Also ich habe jetzt tatsächlich für heute einen Plan gemacht. Es ist ja bei mir immer so, es ändert sich immer spontan irgendwas. Ich fahre jetzt gleich los. Und dann geht es Richtung Insel, das ist keine Insel, aber es ist ein Ort, also so eine Art Halbinsel, Rerik. Und da mache ich einfach mal mit euch einen Zwischenstopp, weil es ist, da ist ein wunderschöner Strand mit so einem richtig schönen Steg, der raus ans Meer geht. Und ich dachte, ich mache da mal einen Abstecher. Ist natürlich jetzt ein kleiner Umweg. Ja gut, was ist das jetzt für ein Umweg? Vielleicht eine Stunde, so dreiviertel Stunde oder so. Aber ich habe ja heute Zeit und ich wollte diesen Ort unbedingt noch mal kurz sehen, weil das hat für mich so eine gewisse Bedeutung, wo ich nämlich dieses Kfz damals neu gekauft, ich habe ihn gebraucht gekauft und da habe ich meine erste richtige Ostseereise gemacht, also auch über Mecklenburg-Vorpommern und das war im Frühsommer und es war wirklich eine richtig, richtig schöne Reise. Das war meine erste richtige Tour. Wo ich dann auch das erste oder öfters im Auto geschlafen habe. Und da erinnert man sich ja gerne zurück. Und da an dem Ort, da habe ich dann auch 2 Tage verbracht. Und ich dachte mal, ich mache da nochmal einen Abstecher hin. Ne? Weil die Zeit war damals für mich ziemlich, da bin ich gerade so ein bisschen aus meiner Depression rausgekommen. Aus eigener Kraft. Und die Reise, die hat da ziemlich beigetragen, dass ich mein Leben so ziemlich verändert habe. Ja, und deswegen dachte ich mal, zeige ich euch mal vielleicht den Ort. Ja, hier habe ich erstmal auch soweit alles so ein bisschen ordentlich gemacht. Das Bett machen. Ja, hier habe ich ja meine ganzen Klamotten, so Kochutensilien und das sind meine kompletten Klamotten. Ja gut, unten hier in diesem Fach hier unten habe ich ja auch noch Klamotten. Und unten in diesem, ja ich nenne es jetzt mal Geheimfach, da packe ich halt meine Winterklamotten rein. Und wenn jetzt der Winter ansteht, dann packe ich die raus und tausche dann, packe die Sommersachen zum Beispiel. Also, ja gut, ich habe ja eh nicht viel umzupacken, aber die kurzen Hosen und alles so für den Sommer, die ich ertrage, die packe ich dann da rein und dann so handhabe ich das halt. Ne? Also ich lebe sehr, sehr minimalistisch und das habe ich mir so ausgesucht. Ich finde das klasse, weil ganz ehrlich, du brauchst ja keine 100 Hosen, 200 T-Shirts und 50 Paar Schuhe. Das brauchst du einfach nicht. Also das ist Schwachsinn, weil du musst das Zeug ja irgendwo lagern und sowas alles. Und gut, wenn man eine große Wohnung hat mit viel Platz, ne, habt da alle meinen Segen zu, definitiv. Also keine Frage, aber ich für mich persönlich ist das jetzt... man muss sich halt immer die Frage stellen, braucht man das ganze Zeug oder nicht? Also ich habe mir die Frage definitiv mit Nein beantwortet. Brauche ich nicht, brauche nur das Wichtigste, sodass ich 10 Tage klarkomme. Also mit den Klamotten, die ich jetzt habe, wenn ich sie alle gewaschen habe, komme ich so... Wenn ich es drauf ankommen lasse, 2 Wochen mit aus. Ne? So, was im Auto natürlich sehr wichtig ist, was so über 300.000 Kilometer hat oder vielleicht noch weniger, die Flüssigkeiten einfach mal durchchecken. Das mache ich so einmal die Woche, einfach nur, weil ich sehen will, ob alles in Ordnung ist. Ne? Ölstand kontrollieren.
Der hat zwar eine Ölstandsanzeige, aber ich gucke trotzdem selber immer nach, ne? Weil ich will nämlich auch wissen, ob der wirklich kein Öl verbraucht. Und ich konnte bisher bei dem Auto, also ich habe vor, ich glaube, 12.000 Kilometer das letzte Mal einen Ölwechsel machen lassen und der ist voll. Der ist immer noch da. Das ist krass, ey. Also ich kann bei diesem Fahrzeug kein Ölverlust feststellen. So, und natürlich Bremsflüssigkeit und so, sieht gut aus. Und ganz wichtig, das Kühlwasser. Weil da kann man schon einiges erkennen. Also Kühlwasserstand ist genauso wie immer. Ich check das natürlich immer dann, wenn der Motor kalt ist, weil dann hat sich soweit alles gesetzt und so, die Flüssigkeiten. Und da kann man halt am besten feststellen, was so ist. Aber Kühlwasser ist weder Öl drin, noch ist der Stand niedriger, also das heißt, der verliert kein Kühlwasser. Da ist jetzt nichts dreckig oder sowas, kein Öl. Also wenn Öl im Kühlwasser ist, dann deutet das schon auf eine Zylinderkopfdichtung. Also deutet es auf einen Defekt der Zylinderkopfdichtung hin. Und ich weiß gar nicht, was manche so gegen Ford haben. Die 2-Liter-Maschine läuft astrein. 140 PS, 320 Newtonmeter war das, glaube ich. Und der läuft. Wenn man ihn immer hegt und pflegt, dann was soll denn da passieren, ne? Und natürlich immer mal so ein bisschen reingucken, ob da irgendwie Öl ausläuft oder was weiß ich. Ne? Das kann ja auch mal immer sein. Aber der ist komplett trocken, also Hut ab Ford. Aber ich sag mal so, ne, egal welches Auto ihr fahrt, wenn ihr es immer hegt und pflegt, dann fährt er auch lange. Ne? Kommt natürlich auch immer auf die Fahrweise an, weil wenn ihr die Karre nur am Treten seid, nicht warm fahrt und sowas alles, ne, dann ist ja klar, dass der viel anfälliger ist und viel Verschleiß ist. Ne? Das ist völlig normal. Es ist so ruhig hier, ne? Man hört nur das Tröpfeln des Wassers, was von den Blättern runtergeht. Das ist so krass hier, ne? Ich könnte mich jetzt ein bisschen ärgern, dass ich hier gestern Abend kein Feuer gemacht habe. Aber ich hatte darüber nachgedacht. Und ja, da es immer wieder so genieselt hat und so richtig windig und ja, da hatte ich jetzt nicht so richtig Bock drauf. Ich hatte zwar Holz, aber nur Anmachholz. Ich hätte irgendwo im Wald Holz besorgen können. Aber es ist wahrscheinlich auch ziemlich durchgenässt. Das liegt ja auch daran, dass ich in der Vergangenheit so viel Feuer gemacht habe, ja, dass das halt irgendwie wieder zur Normalität geworden ist. Ne? Naja, ich würde sagen, wir fahren jetzt los. Ich bin jetzt reisefertig. Dann schauen wir mal, ob ich hier raufkomme. Das wird lustig. So without a hope.